Guten Tag, ich bin's nochmal. Ich wollte mich nochmal melden vor Weihnachten, also vor Heiligabend, nee, an Heiligabend sozusagen, weil ich mir gedacht habe, ich muss das einfach nochmal kurz loswerden. Ich war jetzt so ein bisschen noch unterwegs, habe so ein paar Kleinigkeiten noch besorgt, also meistens also so Verpackungen und so weiter, weil es dieses Jahr noch Geschenke gibt. Nächstes Jahr soll das so eingeführt werden, dass wir uns nichts mehr schenken, dass wir einfach so die Zeit zusammen verbringen, aber dazu gleich mehr. Es ist irgendwie ein ziemlich verrücktes Ding in dieser Zeit, dass dieses weihnachtliche Fest, da habe ich mir mal eben Gedanken darüber gemacht, im Prinzip, also ist es über die Jahre irgendwie verloren gegangen, so habe ich das Gefühl. Also ich kann mich zu Kindheitstagen daran erinnern, dass es dann immer eine sehr schöne Zeit war, wo dann auch wirklich so diese Zeit eingeläutet wurde, ja, wo es dann ja nicht zwingend die Bescherung, die Geschenke, sondern einfach die Zeit, die damit zusammenhängt, das Drumherum, die Familie, die Ruhe, dieses Festliche, so die mal, dass man mal diese Musik hört und das alles irgendwie mal schön ist. Irgendwie ist das gar nicht mehr so. Und das ist dann irgendwie so für manche, keine Ahnung, so wie, keine Ahnung, es gibt keinen Weihnachtsmann. So, was? Es gibt keinen Weihnachtsmann? Ja, nein. Es ist dieses ursprüngliche Fest, das, was es mal war. Also, das hat ja eh einen ganz anderen Hintergedanken, als sich irgendwelche Sachen zu schenken oder anderen eine Freude zu machen, einen Baum zu kaufen oder wie auch immer. Das ist ja eigentlich was völlig anderes. Muss man mal einfach mal danach suchen. Man kann aber für sich vielleicht so seine eigene Sache damit reinbringen, dass man sich mal so ein bisschen auf die Zeit so konzentriert und mal so zur Ruhe kommt, dann mal zu, ich sag mal, ja, stammel, ich muss mich jetzt auch kurz fassen, weil ich auch noch einiges machen muss, dass man halt wirklich mal zur Ruhe kommt. Und ich bin dieses Jahr auf jeden Fall nicht zur Ruhe gekommen. Das wird heute Abend noch ruhig, klar, auf jeden Fall, aber ich würde das schon gerne anpeilen, nächstes Jahr zum Beispiel, wirklich das mal wieder zu zelebrieren, dass man sich da die Zeit nimmt und ein bisschen Ruhe und dann auch wirklich diesen Heiligabend ausklingen lässt und dann auch wirklich das Ganze irgendwie schätzt und darauf sich auch freuen kann mal wieder und nicht mit dem Gedanken, oh, jetzt musst du das mal besorgen und für den brauchst du noch was und hier musst du noch gucken und oh, da musst du noch hin und dann. Was soll das? Also ganz ehrlich, was ist denn das für ein künstlicher Stress? Stress gibt es eh schon genug im ganz normalen Alltag. Es gibt überall an jeder Ecke und Ende Stress. Ob es jetzt im Verkehr ist, da will man gar nicht von sprechen. Wenn ich da anfange zu sprechen, dann sind wir Neujahr noch nicht fertig. Nein, das braucht man echt nicht. Vielleicht kann man so für sich persönlich dann irgendwie einmal dieses ursprüngliche Fest wieder so ein bisschen, ja, schöner machen, ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen angenehmer machen. Und das ist eins meiner Vorhaben fürs nächste Jahr. Wen es interessiert, weiß ich nicht. Also ich versuche mir dann schon Sachen vorzunehmen, die realistisch sind und die dann auch irgendwie einen Wert haben. Ja, da gibt es ja die lustigsten Vorhaben, die dann nach Jahrzehnten immer noch nicht erfüllt sind, aber da muss man halt gucken, dass das irgendwie im Bereich des Machbaren ist und dann nicht nur so irgendwas sagen, sondern wirklich sich wirklich mal so Dinge vornehmen und dann gucken, so was kann ich denn machen, so was möchte ich mich vielleicht verändern oder möchte ich irgendwas lernen. Das ist ja mit dem Zeichnen zum Beispiel so, genau so eine Sache. Man kann jetzt sagen, nächstes Jahr will ich zeichnen lernen. So. Oder man sagt, ich fange nächstes Jahr an, vielleicht in der Woche einen Tag zu zeichnen, so eine Stunde, einen Tag, eine Stunde. Oder jeden Tag eine Viertelstunde oder 10 Minuten pro Tag, wenn man irgendwie ein bestimmtes Ziel erfüllen möchte. Ich habe mir für nächstes Jahr einige Ziele vorgenommen. Eins davon ist jetzt auch schon in Planung. Das läuft jetzt soweit gut. Ein anderes steht hier hinten. Dazu gibt es aber im nächsten Jahr noch mehr. Also nicht gucken, nicht gucken. ja, es gibt verschiedene Sachen, die ich dann auch gerne neu entdecken würde und machen möchte und. Das Video produzieren gehört auf jeden Fall immer noch mit dazu und soll auch wachsen. Nur wie gesagt, das Problem, was ich jetzt nicht hier noch ausdiskutieren möchte, ist halt, dass die Zeit dafür auch da sein muss. Und wenn ich die von meiner eigentlichen Selbstständigkeit im Malerbereich wegnehme, dann kriege ich dafür kein Geld. Das heißt, in der Zeit, wo ich Videos mache, verdiene ich nichts. Kann man mal machen, ist aber auf Dauer dann auch nicht gut, weil man braucht als Selbstständiger schon
ja, einen gewissen Satz, damit man überleben kann und diese ganzen tollen Institutionen, die es da gibt, bedienen kann. Handwerkskammer und Co. Und ja, aber genug gemeckert. Verdammt, ich wollte doch ein bisschen Ruhe haben und ja, es ist schon wieder viel zu lange geworden. 5 Minuten, oh Gott. Ja, eigentlich wollte ich nur sagen, euch eine schöne Zeit, ein ruhiges Fest, ein paar ruhige Tage. Wir hören uns vor dem Silvester sozusagen nochmal wieder. Im besten Fall mit einer kleinen Überraschung, die viele von euch freuen dürfte, worauf einige schon gewartet haben, aber ich will gar nicht so viel verraten. Aber es wird mega. Ja, auf jeden Fall, genau, so viel dazu und jetzt einen schönen Abend für euch, eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss, auf bald.